Seit rund 3 Jahrzehnten gibt es die Mercedes C-Klasse. Im Sommer 2021 schlägt sie ein neues Kapitel auf. Dann rollt die 5. Generation zu den Händlern. Doch klassische Mittelklasse-Limousinen haben es zunehmend schwerer, ihre Marktanteile zu behaupten, da ihnen SUVs immer mehr den Rang ablaufen. Das betrifft aber nicht nur die C-Klasse, sondern auch direkte Mitbewerber wie den BMW 3er oder den Audi A4. Um dem Trend entgegenzuwirken, müssen die Hersteller ihre Fahrzeuge attraktiv halten. Mercedes setzt auf ein geschärftes Design der C-Klasse. Die schmalen Scheinwerfer beherbergen optional digitale LED-Projektoren, die sogar Linien und Symbole auf die Straße zaubern können. Der Kühlergrill wirkt imposanter als je zuvor. Der Mercedes-Stern ist gänzlich von der Haube in den Grill gewandert. Und die serienmäßigen Powerdomes, die bislang nur den AMG-Modellen vorbehalten waren, strahlen Sportlichkeit aus. Auch das Heck wirkt optisch etwas leichtfüßiger und sportlicher als das des Vorgängers. Neuerungen gibt es auch unter dem Blech. Eine Handschaltung wird nicht mehr angeboten und auch 6-Zylinder-Motoren sucht man in der C-Klasse vergebens. An Leistung mangelt es den Antriebsaggregaten dennoch nicht. Bereits der Basisbenziner hat 170 PS. Es gibt eine Version mit 204 PS. Die Top-Version mit Benzinmotor leistet 258 PS. Eine noch stärkere AMG-Version gilt als gesetzt. Zum Verkaufsstart wird es auch 2 Dieselvarianten mit 200 und 265 PS geben. Mercedes kündigt zudem einen Plug-in-Hybriden an, der mit einem 25,4 Kilowattstunden fassenden Akku rein elektrische Reichweiten von bis zu 100 Kilometern erreichen soll. Das gab es bisher noch nicht. Im Innenraum ließen sich die Designer vom Flaggschiff der S-Klasse inspirieren. Das Cockpit ist natürlich voll digital. Hinter dem Lenkrad findet sich ein 10,25 Zoll großes Display. Auf Wunsch ist es 12,3 Zoll groß. Für die Bedienung von Infotainment- und Komfortfunktionen sorgt ein weiterer, berührungsempfindlicher Bildschirm vor der Mittelkonsole, je nach Wahl 9,5 oder 11,9 Zoll groß. Physische Schalter und Knöpfe findet man fast nur noch auf dem Lenkrad, dort dann aber ziemlich viele. Ob das die intuitive Bedienung erleichtert? Die Liste der aufpreispflichtigen Optionen ist lang und lässt kaum Wünsche offen. Die Fahreigenschaften der C-Klasse waren immer tadellos. Die neue Generation kann alles noch ein wenig besser. Ohne auf Komfort zu verzichten, hat sie an Sportlichkeit gewonnen. Mit der optionalen Hinterachslenkung wird sie sogar noch deutlich handlicher und der Wendekreis verringert sich um stattliche 60 cm. Während Mercedes die Cabriolet- und Coupé-Variante der neuen C-Klasse ersatzlos streicht, wird von Beginnern als 2. Karosserieversion der Kombi angeboten. Gerade auf dem deutschen Markt eine gern gewählte Alternative, die die Eigenschaften der Limousine mit dem erhöhten Nutzwert eines Kombis vereint.